Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und es wird das letzte sein dieses Jahr. Heute ist nämlich der... Wenn man Urlaub hat, vergisst man das, oder? 29.12. Also das Video kommt auch heute Abend noch online. Ja, wir waren Weihnachten schön unterwegs. Haben unsere Familien besucht. Das war sehr, sehr schön. Wir hatten eine sehr schöne Zeit. Wir sind auch auf den Autobahnen sehr gut durchgekommen. Zum Glück. Kein Unfall gebaut, ist immer gut. Ja, schöne Geschenke bekommen. Und ich dachte mir, das Video soll jetzt so ein... Naja, was macht man schon zwischen den Jahren? Also, da wir dieses Jahr Urlaub haben zwischen den Jahren. Ja, so ein bisschen aufräumen, neu sortieren, vielleicht ein bisschen was aussortieren, ein bisschen putzen. Einfach so ein Neustart für das neue Jahr. Und da wollte ich euch ein bisschen mitnehmen. Erst wollte ich so ein Quatschvideo machen, aber ich dachte, wird vielleicht ein bisschen langweilig. Ja, vielleicht kann ich währenddessen ein bisschen quatschen. Genau. Dann viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Weihnachtszeit. Und seid auch, ich weiß nicht, die Zeit so dazwischen in den Jahren ist so ganz schwer zu... beschreiben. Naja, und die Weihnachtsdeko werde ich noch abhängen. Ja, dann let's go. Fangen wir mal hier bei meinem Kleiderschrank an. Ich habe mich bei Paul ein paar Mal beschwert, dass die Einteiler, die ich da... Oh, das ist noch für mein Haar ein Handtuch. Gut. Dass die Einteiler, die ich da zusammengestellt hatte auf Selfie, dass die nicht so ganz in die Schubladen passen. Und deshalb hat er mir kurzerhand einwandfrei passende Einteiler geschenkt oder mich damit überrascht, dass er die bestellt hatte. Ja, ich hatte das jetzt nur ganz schnell da reingeschmissen und bin aber sehr unzufrieden, was die Sortierung angeht. Aber ich dachte mir, ich nehme euch da mit. Das ist der aktuelle Stand. Ja, das ist die Sportschublade, die ist ein bisschen chaotisch. Ah, seht ihr gerade gar nicht gut. So, deshalb ja, fangen wir doch direkt dort an. Ah, ich hatte mir auf eBay. Hier ist nur ein paar Skisocken. Eigentlich zwei Paar neue Skisocken gekauft. In Größe 40 bis 42 oder so, weil das hier, das ist noch von sehr früher, das ist noch Größe 35 bis 37. Und da ich schon Größe 40 habe, war das immer recht eng. Und so habe ich ein bisschen Zehenfreiheit in diesen Socken. Aber irgendwie ist da. Ah, hier ist er. Okay, zwei Paar Skisocken. Die hier. 35 bis 38. Ich frage auch mal meine kleine Schwester, ob sie die haben möchte. Ja. Die habe ich, ne, auf Vinted glaube ich, nicht auf eBay, für 2 Euro, 3 Euro die beiden zusammen gekauft. Ja. Mit, weil, oh, Entschuldigung. Oh, ich weiß nicht, auf irgendwas reagiere ich allergisch. Ich ist es auch sehr staubig drin. Vielleicht ist es auch Hausstaub. Naja, weil ich hier nur noch, weil ich hier nur diese eine lange Unterhose habe zum Skifahren. Von Aldi ist, glaube ich, diese Live-Marke noch in Größe 164. Und da die ein bisschen knackig sitzt, aber noch passt. Aber ich habe mir zwei Merino-Wolle lange Unterhosen auf Vinted oder eBay, ich weiß nicht mehr, gekauft. Weil ich hatte unter der Skihose auch mal meine, hier diese Lululemon Sportleggings an aus Polyester. Aber da habe ich ganz komisch drunter geschwitzt. Und deshalb mag ich eher so schweißleitende, also eher diese Naturmaterialien. Genau, das ist ja diese neue Skihose, die ich kenne ich bisher nur bei uns hier im Schnee an, als es sehr hoch geschneit hatte. Aber top war die da. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich nicht den Platz anders nutze. Ja, so. Dann kommen wir zu diesen Pullovern hier. Die hatte ich beim Skifahren drüber an, das sind alte Pullover von Paul. Aber da das Baumwolle ist, waren die hier nass geschwitzt. Und die Polyester-Sachen drunter hatten den Schweiß besser geleitet oder waren schneller trocken. Und dann habe ich übelst gefroren. Das ist nicht gut, deshalb kommen die weg. Ich hatte bei Selpy ein paar Fleece-Pullover bestellt, die sind leider immer noch nicht angekommen. Ja, ist irgendwie ein bisschen doof. Der. Ah! Perfekt. Von dem Einteiler. Oh, ich weiß nicht, warum ich jetzt so viel niesen muss wieder. Oh, und ich hoffe sehr, ein Neujahrsvorsatz von mir wird sein, nicht so oft krank zu sein. Gut. Oder alles dafür zu tun, dass ich nicht so oft krank werde. Das war dieses Jahr echt bescheiden. Mal wenn ich wieder gesund war, 3 Tage später hatte Paul irgendwas und hatte ich es auch wieder. Ach, komm schon.
Und es war echt sehr belastend. Also, das hat keinen Spaß gemacht. So. Wie gesagt, hier kommen noch die Fließpullover rein, aber die sind leider immer noch nicht angekommen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt irgendwie verschollen sind in der Post oder so. So, kommen wir zu dieser Schublade hier. So, aua. Hier ist ein Chillpullover, der andere, der müsste auch immer noch sein. So, und hier weiß ich nicht so genau, wie ich das sortieren soll. Die ziehe ich wahrscheinlich nachher an. Da ist mein Gürtel drin. So, hier sind mein Badeanzug, mein Bikini. Das Halstuch. Ach. Ich muss mal schauen, ob ich, wie auch die weiße Hose, ob ich die nächstes Jahr im Sommer trage, ob ich die nicht doch nochmal aussortiere. Und meine Strumpfhose. Und hier ist eigentlich noch der Gürtel, wenn er nicht in der Hose steckt. Den unterzweite Pullover. So, kommen wir hier zu diesen Pullovern. Oh, ich schau mal, ob ihr noch seht, was ich mit dem mache. Nö. So. Ich hatte euch gar nicht mehr das finale Ergebnis gezeigt. So sieht jetzt die unterste Schublade aus. Kommen wir jetzt zu dieser Schublade. Hier habe ich die Einteiler wieder rausgenommen, weil so die Pullover besser sortiert hinpassen. Dann sind hier vorne meine Bobbys. Davon sind welche in der Wäsche und hier hinten die anderen. Und dann habe ich hier noch die oberste Schublade mit den Teilen sortiert. Hier sind Tanktops. Da ist noch sehr viel Platz. Hier sind Longsleeves und T-Shirts. Da sind aber gerade noch viele in der Wäsche. Und hier ist Unterwäsche und Socken. Und da hinten noch lange Socken und Vollsocken. Genau, das sind die Sachen, die ich aussortiert hatte. Diese fünf Teile. Genau. Ich bin jetzt hier im Badezimmer, denn diese Pflanze stirbt vor sich hin. Hier wirft die ganze Zeit die Blätter ab. Das da, das da. Die da, oh, es hängt sogar schon nur noch hier. Da ist mal wieder Tripse. Ja, liegen Blätter. Dann liegen hier auch Blätter, denn diese hier hat die Scheiße auch wieder. Entschuldigt meine Wortwahl. Ich kriege die Krise. Oh, und ich muss schon wieder. Ich muss schon wieder niesen. Was ist denn los? Die habe ich erst neu gekauft, aber ja. Die sieht auch nicht mehr so fresh aus. Hier so gelbe Stellen und unter den Blättern sind so schwarze Punkte, also da habt ihr den Übeltäter. Scheiß Viecher. Also ich werde mal alles Tote abschneiden und entsorgen. Ich möchte ins neue Jahr am liebsten ohne Viecher. Toll. Das ist eine schöne Pflanze. Ich hasse es. Paul. Du bist alles tot. Schrecklich. Hoppala. Welche Sünde möchtest du? Die größere. Ja. Danke. Ja. Oh, sieht schon wieder erbärmlich aus. Ich mach Bibi und sowas. Das mache ich übrigens immer so, dass ich hier das unter Wasser halte. Ohne den Untertopf und es dann so durchlaufen lasse, dass es nicht zu Staunässe kommt. Hier kämpfen sich schon die ersten zwei wieder nach oben durchs Leben, aber nach unten habe ich es jetzt erstmal abgeschnitten. So, und wenn der Großteil abgetropft ist, dann mache ich den Untertopf wieder drunter. Und dann stelle ich sie da hoch. Bist du fertig? Es gibt Essen. Es gibt Essen. Gumm, gumm. Ich komme. Das nervt mich auch. Das stelle ich auch ab. Weil hier oben kommt wieder neu raus. Und die Blätter, die sehen richtig gesund aus. Die möchte ich nicht aufs Spiel setzen, dass sie dran glauben müssen. Das gieße ich genauso. Ist hoffentlich alles durchfeuchtet.
Und wenn ich dann den Topf zurückstelle, dann steht es nicht so im Wasser, wie wenn ich da jetzt das, was ich jetzt gegossen habe, einfach reingekippt hätte. So, ich glaube, die Pflanze hier hat auch irgendein Problem mit meinem Fünfer. Sieht das verdächtig gelb aus, das Blatt? Okay, was ist noch hart? Das wundert mich, sonst kann man die meistens so, ja, guck mal, so rausziehen. Okay, aber das sieht ja nicht mehr so fresh aus. Das ist schon abgestorben hier unten und das hier auch. Hä? Ich verstehe es nicht. Das hier ist auch schon tot. Seht ihr das? Das ganze Welk da unten. Na toll, die Wurzeln fallen auch alle ab. Ah, die sind wahrscheinlich auch alle trocken und... Hä, aber wie kommt es denn, dass da noch was Neues rauswächst? Och Manu, warum stirbt mir das denn immer ab? So, jetzt muss ich natürlich den Dreck auch wieder zusammenrollen, den ich gemacht habe. Hm. Hier sieht schon etwas mitgenommen aus. Und da gerade mein Glas voll ist mit Ablegern, ich probiere es trotzdem aus. Ich habe dann sozusagen einfach hier so einen Teig reingeschnitten. So. Und da kommen wir irgendwie Wurzeln raus. Mal gucken. Das hat auch nicht bei allen geklappt. Manche sind dann vergammelt, wenn ich die ins Wasser gestellt habe. Ah, und entschuldigt, falls das halt. Ich sitze jetzt hier in der, also im Badezimmer. Da das hier schon so gelb ist, werde ich das nicht machen. Also, was heißt nicht machen? Nicht vermehren wollen. Und hier nicht so abprobieren. Mal schauen. Und die hier ist auch schon so gelblich. Dann möchte ich es einfach nur loswerden. Ich habe in der Küche auch noch Ableger von der Pflanze. Und ich habe die Pflanze ja noch, wo ich wieder Ableger schneiden kann. Also so ist es nicht. Und ich meine, das hier möchte ich nie wochenlang in der Wohnung rumhängen haben, weil es sieht echt beschissen aus. Ein bisschen schön soll es ja auch sein. Nachdem ich im Bad fertig war mit den Pflanzenteilen, habe ich dann das Bett gemacht, habe dann auch noch die Einteile aus dem Kleiderschrank direkt weggeräumt und dann schnell noch durchgesaugt. Die Wollmäuse unterm Bett wollten auch mal wieder eingesaugt werden. Da waren einige. Die Nachttische und das Kopfhörer habe ich dann auch direkt noch abgesaugt. Und die Tagesdecke durfte natürlich auch nicht fehlen. So, wir sind jetzt im Wohnzimmer. Und hier seht ihr den nächsten Kandidaten, der tot ist. Lässt die Blätter hängen, obwohl sie gegossen ist. Ja, Zeit für ihr Grab. Kein Bock mehr. Dann nächster Kandidat, seht ihr hier. Hier unten denkt man, das wäre alles in Ordnung. Tada! Und hier oben sind keine Blätter mehr, weil die sind alle hier unten. Und wenn man hier leise rieselt der Schnee. Ja, den hier oben geht es echt super. Und ich hatte hier von der im Badezimmer, die ist schon länger ein bisschen am Rumkacken, da habe ich Ableger geschnitten und die sind sogar gewurzelt. Ich habe einfach so Ecken reingeschnitten und die in Wasser gestellt. Und siehe da, sieht man das? Da sind Wurzeln gekommen. Schon, ob die dann in Erde auch überleben. Aber der hier geht's auch super, die hat geblüht sogar, der Ableger. Oder muss ich Wasser nachfüllen? Die Wurzeln auch richtig schön, seht ihr das? Ja.
Der Pflanze geht's gut. Der geht's heute auch ganz gut. Den Ablegern. Ich weiß nicht so ganz, ob es denen gut geht, aber auf jeden Fall kommen da überall grüne Sachen dabei raus. Also lass es immer noch liegen. Der hier geht super. Dem hier, der hier, dem Bonsai. Ja, der hier geht's auch top. Der Sturm hat alles hier reingeweht. Naja. Ja, ansonsten, der hier geht super. Das sind ja alles aus Ablegern. Der hier geht's gut. Guck mal, das hat meine Schwiegermutti gebastelt. Richtig süß. Unser kleiner Fake-Tannenbaum. Gut, ich muss ja noch aufräumen. Hey, wir haben gerade einen Film geschaut über die PlayStation. Dem Gummibaum hier geht's auch sehr gut. Da habe ich keine Tripse gefunden. Ja, dann lasst uns mal das Chaos aufräumen. Und die Pflanzen beerdigen, die tot sind. Die Weihnachtsdeko habe ich jetzt auch abgehängt. Hier der Stern, dann auf dem Esstisch standen noch der kleine Fake-Tannenbaum und so Holztannenbäume. Ja, das darf jetzt auch alles wieder in den Keller wandern. Und nächstes Jahr werde ich aber, denke ich, früher anfangen zu dekorieren. Weil es war jetzt doch ganz schön kurz, die Zeit mit der Weihnachtsdeko. Und dafür ist sie zu schön. Dann habe ich direkt angefangen, noch das Sofa abzusaugen, damit es ja einfach... Weißt du, dann sieht es direkt wieder ein bisschen fluffiger aus irgendwie. Ja. So, gut, hier muss Paul noch seine Bestellung angucken. Ich muss noch ein Fotobuch fertig machen, weil der Gutschein gilt nur noch bis 1.1., glaube ich. Das hier war unsere diesjährige Weihnachtsdeko, die habe ich jetzt überall eingesammelt. Sieht ganz schön kahl aus, muss ich sagen, ohne Pflanzen, weil die ja gerade alle tot sind. Apropos, die hier muss ich noch töten. Ja, jetzt kümmere ich mich mal um die Küche. Bleiben wir mal hier bei den Pflanzen. Und dann ging ich ein bisschen über Pflanzen quatschen. Ja. Also ich habe echt einen langen Geduldsfaden, was Pflanzen angeht, aber manchmal, das ist jetzt glaube ich auch schon das, weiß ich nicht, 20. Mal gefühlt, dass ich den Ableger erst in Wasser stelle und dann wieder in Erde pflanze. Ach, aber ich sehe hier gerade, hier ist noch ein bisschen an weißen Wurzeln dran, aber die Blätter sehen echt bescheiden aus. Was mache ich denn da jetzt? Ich wasche mal kurz ab. Okay, also man sieht hier, das lebt doch noch. Hier diese weiße Wurzel heißt immer das Leben drin. Das heißt, ich werde jetzt nochmal da reinstecken und gucken, was passiert. Das hier, was ihr hier im Hintergrund seht, ist unser Gewächshaus, was wir dieses Jahr gekauft haben und aufgebaut haben. Ja. Da hier so krasse Stürme sind, hat es uns das, alle Scheiben, die jetzt da draußen sind, oder alle Plastikscheiben, die hat es bei einem der letzten Stürme am Donnerstag vor Weihnachten komplett zerlegt und alle Scheiben rausgezerrt. Ja, und dann haben wir kurzerhand das einfach nur so auf die Seite geräumt, damit es nicht mehr so in der Eingriffsfläche steht. Aber es ist echt bescheiden. Also, es tut mir so leid, aber ja, wer billig kauft, kauft zweimal. Ich dachte mir, ist ja nur eine Mietwohnung, wir müssen hier irgendwann wieder ausziehen. Dann so ein fettes Gartenhaus lohnt sich dann doch irgendwie nicht. Und ja, habe ich die Rechnung ohne den Wind hier in der Gegend gemacht, weil der sagt mir, haha, Pech gehabt, der Plan ist nicht aufgegangen. Kannst du mich mal? Ja, die Lichterkette, die draußen hing, die hat es auch komplett zerrissen. Will ich gleich zeigen. So. Aber ja, das steht jetzt hier unter dem Dach, weil wir nicht wollen, dass es noch weiter kaputt geht. Und wahrscheinlich wird es auch den ganzen Winter da noch stehen, weil
Ja. Außerdem hat das den Sturm des Gartenhauses so. Warte, ich zeig's euch mal. Also ich habe jetzt hier die wieder in den Topf gestellt, weil die Wurzeln ja noch in Ordnung sind. Hier, es hat so einen halben Meter nach links verzerrt. Das stand ja vorher hier im Beet. Und dann hier die Aloe, das Aloe-Gestell war komplett verbogen, also wieder ein bisschen zurückgebogen, aber ja. Die ganzen Platten hat es rausgehauen, also obwohl das hinten am Zaun stand, also ja. Mal sehen, wir hatten es auch mit Hering im Boden befestigt. Sieht man vielleicht noch hier hinten das silberne Teil. Ach, naja. Und ich hatte hier an der Schnur vom Fenster einen fetten Stein angebunden. Und trotzdem, ja. Jetzt haben wir es hier mit den Bäumen befestigt oder beschwert, deshalb sollte es hier nicht weggezerrt werden. Aber mal sehen, wir wissen noch nicht so genau, was wir dann im Sommer damit machen, ob wir es nochmal aufstellen. Oder nicht. Das ist der Geräuschübeltäter. Ja, naja. Achso, und der Outdoor-Teppich liegt deswegen hier gerade in der Küche, weil wir nicht wollten, weil das hier so erdig war und dass das Flecken auf den Teppich macht. Ja, naja. Machen wir mal hier weiter. Also die Seite sieht schon mal echt nice aus. Gut, das Abgespülte muss ja noch trocknen. Und den Biomüll müssen wir noch rausbringen. Jetzt dachte ich mir, schaue ich mir mal hier hinten die Ableger an. Und da habe ich direkt festgestellt, dass da ein paar wieder vergammelt sind. Mäh. Und Blätter verlieren. Das heißt, wir räumen die Blätter hier hinten mal weg. Oh nein, das sind richtig viele. Och, Menno. So, ein paar haben ja schon Wurzeln gebildet. Und die könnte ich ja eigentlich nochmal ins Wasser hauen. Okay, das hier ist auch tot, weil da sind keine Blätter mehr dran. Das hier ist auch tot. Ja, ansonsten. Ihr Neujahrsvorsätze. Hattet ihr Neujahrsvorsätze für dieses Jahr? Und wenn ja, habt ihr sie eingehalten? Wart ihr erfolgreich mit dem, was ihr euch vorgenommen habt? Wie gesagt, ich hatte mir kaum Neujahrsvorsätze gemacht. Aber auf jeden Fall für nächstes Jahr will ich wieder ein paar Bücher lesen. Aber ich habe eh noch ein paar, die noch nicht gelesen sind. Das will ich beenden. Und ich habe zwar jetzt mit der App Notion meine To-Dos alle schön sortiert, aber ich schaffe es noch nicht so ganz, die alle so abzuarbeiten, was Putzen und sowas regelmäßig angeht. Das will ich noch versuchen, dass das ein bisschen wie mein Plan selbst ordentlicher wird. Der ist jetzt super, aber die Ausführung, okay, das schmeiße ich jetzt auch weg. Es hat hier so viele Blätter verloren. Das sieht nicht mehr schön aus. Und das möchte ich, das werde ich machen. Dann die Regelmäßigkeit beim Sport wieder einzuführen. Hier ist auch Tripso dran und das hat hier oben schon so viele Blätter verloren. Das geht auch weg. Ich habe jetzt schon echt gut abgenommen durch das Kaloriendefizit, was ich durch Paul, wozu ich durch Paul dazu gekommen bin. Weil er ist ja nebenberuflich Personal Trainer und kann er mich sehr gut beraten. Ja, anfangs war es echt bescheiden, da durchzuhalten, aber mittlerweile schaffe ich das echt gut und da möchte ich jetzt noch weitermachen und dann mal sehen, wie ich mich mit Sport oder wie ich meinen Körper mit Sport gut verändern kann und dann mal sehen, wie zufrieden ich bin. Also ich meine, zunehmen, das geht einfacher. Falls ich dann doch unzufrieden bin, kann ich dann auch wieder zunehmen. Ja. Ansonsten, was gibt es sonst für Neujahrsvorsätze? So wie letztes oder dieses Jahr noch, wollen wir wieder
viel Urlaub machen, oder was heißt viel, ein paar Mal in Urlaub fahren im Jahr, die Zeit noch nutzen, wo wir alleine sind, noch keine Kinder haben und auch die Familie wieder regelmäßig besuchen, weil das war dieses Jahr echt schön, eine schöne Kombi aus Familienurlaub oder also Familie besuchen und alleine in Urlaub fahren. Und das ist schon echt ein cooles Privileg, was wir genießen, dass wir uns das leisten können. Gut, sonst haben wir keine hohen Ausgaben, aber ja, das ist sehr schön. Dann, ach, schaut mal, was wir zu Weihnachten bekommen haben von Pauls Eltern. Sind die nicht süß? Ein Schiedwetterpöttchen. Moin. Und hier unten steht Ebbe und hier oben steht Flut. Ja, sehr süß. Entweder für Espresso, hab Paul gleich schon rausgetrunken, oder für Schnarrius. Mal gucken. Ja. In der Häuslichkeit möchte ich mich noch weiter, also das heißt Häuslichkeit, aber irgendwie dieses Jahr habe ich so angefangen, die Wohnung durch so kleine Handgriffe ein bisschen gemütlicher zu machen und das gefällt mir sehr gut. Also weg von den ganz minimalistischen weißen Wände, nichts an den Wänden und so, zu so ein paar Bilder und ein paar ausgewählte Stücke, die einfach echt, ja, ist, oh Gott, diese Pflanze, die es gemütlicher machen und die einen dann doch irgendwie sich wohler fühlen lassen oder, ja, weiß nicht, irgendwie hat das mir ein bisschen gefehlt. Ich mache es nicht viel, also ich habe jetzt auch nur ein bisschen Weihnachtsdeko, aber so ein bisschen was. Das hat mir dann doch gefehlt und das wird immer schöner und da finde ich auch immer mehr meinen Stil und wie ich das machen möchte. Da habe ich jetzt auch ein paar Materialien gekauft. Dafür war ich jetzt leider ein bisschen zu spät. Ich habe jetzt viele Ideen für, okay, das, schaut mal, hier ist so eine ganz lange Schlange ohne Blätter, das heißt, das kommt auch weg. Reiße ich hier mal ab, dann geht es schneller. War ich jetzt ein bisschen spät dran, ich habe ein paar Ideen, die so DIY-Ideen für Weihnachtsdeko. Das mache ich dann aber nächstes Jahr. Hab zum Geburtstag und zu Weihnachten geschenkt bekommen, und zwar so eine Prägemaschine, um so papeteriemäßig ein bisschen zu basteln. Das macht so viel Spaß. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, schon 15 Karten gebastelt und es war so cool. Ich habe so viel Spaß daran gehabt und das werde ich noch natürlich ausbauen. Meine Fähigkeiten durchs Üben nächstes Jahr. Das hat richtig doll Spaß gemacht. Und ja, ansonsten werde ich hoffentlich tripselos. Das ist ein großer Neujahrsvorsatz. Naja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Neujahrsvorsätze waren oder ob ihr sie eingehalten habt 2023. Und ob ihr Neujahrsvorsätze für nächstes Jahr habt. Darauf bin ich sehr gespannt. So, ah, so lässt sich auch gut ins neue Jahr starten. Nice. Die Weihnachtsdeko kommt noch in den Keller. Ich würde sagen, ich beende hiermit das Video. Mein kleiner Start oder mein kleiner Neustart ohne tote, halbtote Pflanzen ins neue Jahr. Ich hoffe, so geht's weiter und sie sterben nicht noch weiter ab. Ja, drück mir die Daumen. Ja. Na gut, mein random Talk zu meinen Neujahrsvorsätzen oder ähnlichem hat euch hoffentlich gefallen und inspiriert, vielleicht auch irgendwelche Neujahrsvorsätze zu machen. Ansonsten, so, jetzt ist es soweit aufgeräumt, so können wir weitermachen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ein schönes Silvester und einen guten Start ins neue Jahr. Es ist vielleicht nichts Aufregendes, so Silvester, aber irgendwie fühlt es sich immer wieder so an wie, ach, ein Neubeginn. Ich bedanke mich bei allen, die dieses Jahr dazugekommen sind. Es sind dann doch, ich glaube, es sind schon über 640 Leute und das ist richtig cool. Das zeigt mir so, yes, irgendwas mache ich richtig. Irgendwie mögen die Leute das, was ich so mache. Und das motiviert noch weiterzumachen und ich hoffe, es wird ein genauso erfolgreiches Jahr. Falls ihr mir noch nicht folgt, dann abonniert mich gerne. Das würde mich noch sehr viel mehr freuen. Ganz vergessen habe zu sagen, ich freue mich über jeden lieben Kommentar, den ich bekomme. Es ist so schön und so verrückt gleichzeitig, wie nett und liebevoll und wertschätzend mir Leute unter die Videos kommentieren, obwohl wir uns nicht kennen. Also, ihr seht hier, keine Ahnung, 20 Minuten von meinem Tag und es ist so
weiß ich nicht. Es ist so, so schön, so nette Worte von wildfremden Menschen zu hören. Ich weiß gar nicht, wie ich manchmal vor meinem Handy sitze und denke, ja, da freue ich mich sehr drüber. Und gerne weiter so. Fishing for compliments. Naja. Also jetzt aber. Ich wünsche euch ein paar schöne Resttage im Jahr und bis nächstes Mal wieder. Tschüss. Das ist auf dem Blatt hier, diese schwarzen Punkte. Das ist, glaube ich, die Kaka von der Tops. Dann bis 2024. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ja, schöne Floskeln, oder?